Hallo Afobs, willkommen im Noppenstein-Studio. Ich bin die Tamara. Und ich bin der Niklas. Und heute ohne Set. Ja, wir sitzen hier mal wieder ohne Set. Ja, weil wir müssen was besprechen. Wir müssen was wirklich Dringendes besprechen. Da gibt es so eine Sache, die uns auf der Seele brennt. Wir sprechen da eigentlich auch die ganze Zeit im Privaten drüber. Mhm. Weil wir sind uns bei einem Thema uneinig. Also oder? Ihr wisst ja, wir sind beide, deswegen haben wir auch gerade den hier gemacht, große Star Trek-Fans. Ja, ich wollte gerade sagen, sie sitzt hier in Archer-Uniform. Großartig. Ich will auch rein. Kriegst du ja bald an. Ich weiß. Zurück dazu. Also, wir sind ja große Star Trek-Fans und aktuell laufen ja auch die neuen Serien. Und aktuell kam ja auch die neue Staffel Strange New Worlds. Und ich persönlich mag ja Strange New Worlds sehr. Ich mochte die erste Staffel unglaublich gerne. Und ich mag auch die zweite Staffel, das, was ich bisher gesehen habe. Ich muss aber auch dazu sagen, bevor du das jetzt nämlich so formulierst, ich mag die auch. Und ich finde tatsächlich von den neuen Staffeln ist Strange New Worlds tatsächlich bisher, ja, Lieblingsstaffel nicht, aber sie ist sehr gut durchdacht, sagen wir es mal so. Es gibt aber einen Handlungsstrang. Ich kann die Serie einfach nicht weitergucken. Wir haben die erste Staffel zusammen geguckt. Ja. Und uns dann darüber unterhalten, weil es so langsam aufgebauscht hat, sich diese ganze Geschichte. Warte mal kurz, ich habe mein Mikro weggeschmissen. Das mache ich in letzter Zeit öfter. Warte, ich mach's wieder dran. Im Großen und Ganzen, vielleicht ist es euch auch schon aufgefallen, geht es halt natürlich um einen Charakter. Es geht um Spock. Mach's kurz. Es aber geht um Spock. Das wollt ihr doch noch gar nicht verraten. Doch. Natürlich wollen wir das verraten. Okay. Es geht um Spock. Ja, es geht um Spock. Es wird ja eine Riesengeschichte draus gemacht, warum er so menschlich ist. Oder er wird sehr menschlich dargestellt, was ich persönlich sehr schwierig halte. Weil nehmen wir mal an, Spock ist ja bei den Vulkaniern aufgewachsen. Ja. Er hat einen Bruder, Sarek ist ja sein Vater. Er hat eine menschliche Seite, aber ist trotzdem sehr zurückhaltend. Und ich finde, die ganze Serie hätte auch funktioniert, ohne diese Geschichte aufzubauschen und um ihm so eine Geschichte aufzubauschen. Also, warum? Ich verstehe einfach nicht, woher kommen diese menschlichen... Wir sind uns quasi uneinig darin, weil ich zum Beispiel sage, ich finde diesen Handlungsstrang, dass er menschlicher dargestellt wird und Probleme mit seinen Gefühlen hat, eigentlich gut, weil das auch kein neuer Handlungsstrang ist. Auch in TOS wird das zumindest teilweise ein bisschen mal thematisiert und es gibt ja auch diese... es gibt zum Beispiel eben auch... Ja, der Film ist jetzt nicht gerade der beste, Star Trek 5. Am Rande des Universums, der dämlichste deutsche Titel eines Star Trek-Films, weil sie fliegen ins Zentrum der Galaxie, aber der Film heißt Am Rande des Universums. Genau, das macht total Sinn. aber da taucht ja dann auch sein Bruder auf, den sie plötzlich aus dem Hut gezaubert haben, das erste Mal. Trifft er dann sich auch auf seinen Vater? In dem Film nicht. Ich dachte, das wäre auch im fünften, wo er auf Sarek trifft. Nee, das macht er ja schon viel früher schon. Sarek ist auch schon im dritten zum Beispiel dabei. Genau, im dritten ist Sarek schon dabei und auch da besucht er ja Kirk und im vierten ist Sarek auch derjenige, der dabei ist, wenn es um die Anklage geht. Weil sie ja quasi von der Föderation angeklagt werden, dass sie die Enterprise nicht nur entführt, sondern auch noch geschrottet haben. Ja. Was ich aber spannend finde, ist ja dieser Vulkanier groß. Der kommt daher. Genau, kurzer Einspieler. Es gibt in der Originalserie, wenn Spock das erste Mal auf seinen Vater trifft, auf Sarek, war Leonard Nimoy der Meinung, irgendwie müssten die Vulkanier doch eine Art von Gruß haben, mit dem sie sich begrüßen. Die würden sich nicht einfach Hallo sagen, so nach dem Motto. Geben sich ja auch nicht die Hand. Genau. Und Gene Roddenberry fand die Idee gut und dann hat er halt Leonard Nimoy gefragt, was er sich denn vorgestellt hat, wie das denn aussehen soll. Und dann kam Leonard Nimoy mit der Idee, man könnte ja so machen. Und dann halt lebe lang und in Frieden bleiben. Genau. Und das fand Roddenberry gut. Und dementsprechend ist tatsächlich der Vulkaniergruß, wenn man so will, eine Erfindung von Spock. Ja, ein Überbleibsel von Nemo. Finde ich sehr schön. Finde ich auch sehr schön. Genau. Ja, aber ja, zurück zu dem Thema. Ja, aber es wird ja auch in dem Film, in Star Trek 5, so thematisiert, dass er ja, sage ich jetzt mal, immer so ein bisschen Probleme mit seiner menschlichen Seite hatte und damit, dass er ja emotionaler ist als andere Vulkanier und damit ja auch häufig bei den Vulkaniern immer teilweise schlechter dagestanden hat, weil die ihn als zu menschlich angesehen haben. Also ich finde die Storyline gut.
Es sei denn, das kommt so ein bisschen drauf an. Sie ist ja noch nicht aufgelöst, sage ich jetzt mal. Er ist zwar nicht so, wie man ihn aus der Originalserie kennt. Ich bin ja aber der Meinung, sie wollen ja dahin wahrscheinlich. Sie wollen das ja auflösen. Ja. Jetzt ist halt natürlich die Frage, wie sie es auflösen. Das werden wir ja noch sehen. Und ich bin mal gespannt, weil das könnte der Punkt sein, wo ich dann am Ende sage, oh Gott, die Storyline ist Mist, weil sie blöde Auflösung haben. Also ich bisher persönlich, aber gut. Ja, an sich ist die, ich liebe diese Serie, keine Frage. Die hat ja auch echt geniale Folgen. Ich denke jetzt gerade zum Beispiel an dieses Theaterstück oder. Ja, das ist so ein bisschen so, als hätten sie ein Toss-Skript gefunden. Genau, aber also das ist wirklich gut, toll. Ja. Hat wirklich geniale Folgen, aber ich finde, das ist ein bisschen diese emotionale Seite an ihm wird so ein bisschen überspitzt dargestellt. Ja, es ist ja bekannt, dass er immer mit seiner menschlichen Seite struggelt und auch zum Beispiel T'Pol, wenn ich jetzt T'Pol nehme, hat ja auch Probleme mit ihren Gefühlen. Ja. Das ist ja bekannt, aber so extrem. Wie gesagt, also ich finde es halt, wenn es eine gute Auflösung am Ende hat, finde ich es nicht schlecht. Aber du bist da ja, was das angeht, wirklich. Ja, also für mich war es dann vorbei, wo, ich weiß gerade, die Blonde, die Ärztin. Nee, nicht Ärztin, du meinst Schwester Chapel. Ja, genau, Schwester Chapel. Als sie sich dann geküsst haben. Aber zum Beispiel ist das auch eine Sache, auch in der Originalserie gibt es immer wieder diese Momente, wo man merkt, dass Chapel an ihm eigentlich interessiert ist und eigentlich was von ihm will. Also es ist schon in der Originalserie auch so ein bisschen drin. Ich habe so das Gefühl, Spock ist ein bekannter Charakter. Mhm. Wie kriegt man Leute dazu, Star Trek zu gucken? Ach ja, baut mal Spock ein und macht eine Geschichte um ihn. Ich weiß nicht. Ich habe ein bisschen Bauchschmerzen, aber wie findet ihr das? Ich wollte gerade sagen, sagt uns mal, wie ihr das findet. Wir haben auf jeden Fall... Ich meine, Spock ist ikonisch. Absolut. Er ist eine absolute Filmikone. Ich glaube, wenn man Star Trek im Kopf hat, denkt man an zwei Charaktere, die fallen einem immer sofort ein. Und das sind Spock und Kirk. Ja, wobei ich glaube sowieso... Wahrscheinlich Spock aber noch mehr, weil er ist berühmt-berüchtigt mit seinen spitzen Ohren und seiner absoluten Logik und seinem emotionslosen Ich. Und wir haben natürlich uns deswegen auch gedacht, also wenn wir solche Brick Buddies machen, wie wir sie jetzt haben... Ja. Dann muss Spock einer davon sein. Auf jeden Fall. Ja, und das ist ja auch der Grund so ein bisschen, warum unsere jetzige Star Trek-Welle so lange gedauert hat. Viele von euch haben das ja gesagt, warum dauert das denn so lange, warum kommt die NX so spät und so weiter, die große. Es hat da einfach was damit zu tun, das haben wir euch damals ja auch gesagt, wir haben viel Neues ausprobiert, wir haben überlegt, was man noch so alles machen kann. Wir haben auch Ideen verworfen worden. Richtig. Also manchmal dauert das natürlich länger alles. Ne? Genau, und auch schon in der Konzeptphase. Wir hatten viele Ideen, wo wir dann eben dann doch gemerkt haben, beim genauen Überlegen, wie man das umsetzen könnte, merkt man dann doch, ist vielleicht doch keine gute Idee. Ja. Und das hat halt alles dazu geführt, dass es halt länger gedauert hat. Weil wir hatten natürlich die Sachen, von denen wir wussten, wir wollen sie beibehalten, wie die Mini-Modelle und die Mid-Size-Modelle. Da war von Anfang an klar, wollen wir machen. Das heißt, wir haben uns überlegt, was brauchen wir? Das ging relativ schnell. Aber der Rest hat halt gedauert. Und damit waren natürlich auch unsere Designer dann beschäftigt. Dementsprechend ist zum Beispiel die NX auch ein bisschen nach hinten gerückt, weil die dann erst später angefangen worden ist. Aber zu der NX muss man ja auch sagen, wir wollten sie ja perfekt machen. Ich finde, sie ist perfekt. Das kommt auch dazu, ja. Und zwar hat die NX hinten, ich nenne es nicht Stabilitätsprobleme, aber wir mussten halt überlegen, auf was wir gehen. Genau. Ist es ein Displaymodell oder soll man damit spielen? Ja. Und solche Sachen... brauchen halt Zeit. Also man muss dann natürlich umbauen, man muss gucken, okay, wie hält es wirklich so gut, dass ja... Und dazu kommt ja noch, was wir euch in dem Video zu den Prototypen damals gezeigt haben, guckt da von der NX nochmal, wir hatten ja einen Prototypen davor. Also wir haben ja zwei Prototypen alleine gehabt, weil wir halt einen, das kam ja auch noch hinzu, deswegen hat das auch noch so lange gedauert. Wir haben das Schiff entwickeln lassen und gemerkt, es wird viel zu groß. Also ich fände es gar nicht mal so schlecht so groß. Ja, wir hatten halt dann die Probleme in der Größe, hätten wir die konstruktiven Probleme nicht in den Griff gekriegt. Und das will am Ende keiner haben, wenn das Schiff am Ende nicht funktioniert. Das ist halt eine Sache, das ist nicht unser Anspruch und das wollen wir euch nicht geben. Dementsprechend hat es länger gedauert. Ja. Ja. Aber wie gesagt, wir haben eben bei den Brick Buddies natürlich gesagt, Smog, richtig. Absolut. Muss man haben. Kirk wird es auch noch geben. Mhm. Ja. Und wir haben uns natürlich eben für den klassischen Spock entschieden. Natürlich. So wie ihn eigentlich jeder kennt, nämlich aus der Originalserie in dem Blau mit hier. Wir haben uns entschieden, ihm einen kleinen Phaser in die Hand zu geben. Und Spock üblich auf Außenmissionen, er hat immer den Rekorder dabei.
dieses riesige Ding. Da ist was, er. Genau, und da hängt er auch mit den Seilen eben quasi, also mit diesem Schultergurt, der ja immer an dem Trikorder dran ist. Im Übrigen könnt ihr uns ja mal sagen, ob ihr vielleicht Interesse an einem 1:1 habt. Ja. Vielleicht sagt ihr, ja, wollen wir unbedingt haben. Schreibt es mal in die Kommentare. Ja, und natürlich Spock mit einem relativ, also so gut wie es ging, emotionslosen Ausdruck. Weil es ist halt Spock, er ist logisch. Ja, in Toss. Ja, in Toss. Wobei, mir fällt im Übrigen gerade ein, das wollte ich nämlich auch noch sagen, das fällt mir jetzt gerade wieder ein, in der ersten Originalserie, also in Toss, in dem ersten Piloten, zeigt er auch Emotionen. Ja, aber auch nicht auch ganz noch Captain so Pike extrem. Gibt. Ich meine, überleg mal, nicht ganz so extrem vielleicht, aber trotzdem, da gibt es ja diese Szene, wo er diese komischen Blumen oder was auch immer, also dieses Plastikzeug, was sie da damals irgendwie als Blumen hingesetzt haben. Ist das die Folge, wo er dann am Baum hängt und einfach keine Lust mehr hat, irgendwas zu tun? Nein, das war schon unter Kirk, ne? Das ist unter Kirk. Das war nicht die Pilotfolge. Aber das ist in die erste Folge, der Original-Pilotfilm, der Käfig, wo es ja halt noch Captain Pike gibt, da fasst er diese Blumen an und dann merkt er nämlich, dass die diese Geräusche machen im Wind. Ja. Und dann hält er die fest und die Geräusche lassen nach und dann fängt er so richtig an zu lächeln. Ja, aber war das nicht auch, weil die Entwickler damals noch gar nicht wussten, wo wirklich der Charakter hin soll? Ja, natürlich, das war eine der Sachen. Aber ich find es halt an sich gut, das fand ich ja zum Beispiel auch an Enterprise gut, dass man bestimmte Sachen aufgreift und zumindest versucht es zu erklären, wie die Geschichte mit dem, sage ich immer wieder, diese Geschichte in Enterprise, dieser Plot, warum die Klingonen aussehen wie Menschen in der Originalserie. Man kann den Plot vielleicht an sich oder die Story, die sie sich ausgedacht haben, mögen oder nicht. Aber alleine, dass sie es gemacht haben, sich eine Geschichte dazu auszudenken, um das zu erklären, finde ich persönlich super. Ja, ich finde, du brauchst mich nicht davon zu überzeugen. Nee, aber zum Beispiel, in Enterprise wird das ja auch aufgegriffen. Ich habe es ja vorhin mit T'Pol gesagt. Da geht es ja auch darum, warum auch Vulkanier Emotionen haben und dass es halt natürlich auch nicht immer so einfach ist. Das ist ja auch eine Sache, viele, viele, die sich jetzt in Star Trek nicht ganz so gut auskennen, meinen ja auch, Vulkanier hätten keine Gefühle, weil sie immer so kalt dargestellt werden. Aber das stimmt ja gar nicht. Ja. Vulkanier haben Gefühle, die sind sogar viel extremer als bei den Menschen. Genau, das ist der Sie Punkt. Unterdrücken sie halt nur. Ja. Weil die Vulkanier in ihrer Vergangenheit sogar ziemlich brutal gewesen sind. Ja. Wie auch mehrfach erwähnt wird. Mit ihren Romulanern, ja. Zum Beispiel. Und eben deswegen irgendwann dann Surak kam und gesagt hat, ja, wir gehen auf die Lehren des Surak, ganz wichtig, und in der vulkanischen Gesellschaft man eben auf die Logik gegangen ist und dazu übergegangen ist, die Emotionen zu unterdrücken, weil es halt sonst bei denen wohl echt heftig gewesen sein muss. Wird ja auch in Enterprise nochmal aufgegriffen. Ja. Nein, aber zurück zu Toss. Genau. Wir haben ja hier Prinz, die finde ich allein wegen dieser Fliese mit dem, kann ich die rausnehmen? Ja. Ja, mit diesem kleinen Star Trek-Symbol drauf. Das Abzeichen. Ich finde es großartig. Mhm. Auch hier ist im Übrigen eine Sache, das wusste ich lange Zeit überhaupt nicht, das habe ich irgendwann mal durch Zufall gelesen. Die Prinz am Arm, die hat er deswegen, weil bei TOS, ich habe mich das lange Zeit gefragt, bei TNG haben die ja hier am Hals diese Markierung, welchen Rang sie haben. Und TOS auch bei Enterprise haben die ja eigentlich hier so Abzeichen. Die Abzeichen auf der Schulter. Und ich habe mich bei TOS immer gefragt, woher wissen die eigentlich, wer Commander ist und so. Ich meine, wissen die das einfach so nach dem Motto, wird vorher gesagt, das ist jetzt ein Commander und dann muss sich das jeder merken? Nein. Das sind die Streifen. An den Ärmeln. Ja. Also diese Streifen an den Ärmeln sagen quasi, dass Spock im Rang eines Commanders ist. Genau. Und er hat zwei? Ja. Mhm. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie die Streifenverteilung ist. Ich müsste mir das nochmal angucken. Aber tatsächlich ich glaube, alles drunter hat eins. Aber ich bin mir gerade nicht 100% sicher. Ja, aber dann gibt es auch, glaube ich, auch Unterschiede in der Farbe. Ich glaube, dann die einen haben halt die höheren Ränge haben Gold und die unteren Ränge haben dann in Silber die Streifen. Genau. Und so wissen die halt in TOS, wer welchen Rang hat. Ja. Fand ich interessant. Ja, auf jeden Fall. Finde ich auch insofern interessant. Was machen die, wenn die mal kurzärmelig tragen? Tja, das ist eine gute Frage. Ne? Ja. Schön gelöst finde ich hier im Übrigen die Ohren an dem Big Buddy. Absolut. Ist so simpel, die sind ja ikonisch. So simpel gebaut, aber natürlich mussten sie drin. Und sowieso auch die Frisur. Dieser Spock-Schnitt, der ja hinterher eigentlich zum Vulkanier-Haarschnitt geworden ist, wenn man so will. Aber dieser... Nein, ich finde, der ist wirklich, also auf die
Größe, es ist eindeutig Spock. Eindeutig, ja. Ich finde, man erkennt ihn sehr gut. Absolut. Mhm. Ich bin ja persönlicher Fan von den Brick Buddies. Mhm. Ich weiß, viele, da gibt es auch Streitigkeiten, Brick Buddies ja, nein. Mhm. Aber ich mag es einfach. Ich finde den wunderbar gelungen. Also. Und hier natürlich, wie wir es auch sonst bei unseren Modellen haben, Serienlogo und halt Spock. Bei den Brick Buddies haben wir uns im Übrigen dazu entschieden, vielleicht kurze Erklärung, dass wir eigentlich immer nur... Also, dass wir es kurz machen, dass wir nicht irgendwie, weil wir haben dann überlegt, was schreiben wir auf die Plakette? Schreiben wir jetzt zum Beispiel Mr. Spock drauf oder schreiben wir zum Beispiel James T. Kirk drauf oder Captain James T. Kirk? Dann ist es aufgefallen, bei einigen wird das verdammt lang. Ja. Und bei anderen hätten wir halt zum Beispiel beim Rang das Problem, was schreibt man denn bei Quark zum Beispiel drauf, wenn wir den mal als Brick Buddy machen? Tja. Ja, gar nichts, er hat keinen Rang. Sollen wir einen Barkeeper davor schreiben oder so? Deswegen haben wir uns da entschieden, wir machen es kurz. Deswegen zum Beispiel die ersten drei Brick Buddies sind deswegen halt Spock, Worf und Picard. Mhm. Und so werden wir weiterverfahren. Also wenn es zum Beispiel einen Riker Brick Buddy geben wird, dann steht da auch wirklich nur Riker und nicht irgendwie Lieutenant Commander oder Commander William T. Riker. Das wird sonst zu lang. Vor allem, es gibt ja auch teilweise, nehmen wir zum Beispiel Uhura. Steigt ja auf in ihrer Karriere. Also was machst du denn da? Ja, zum Beispiel. Mhm. Genau, das ist nämlich auch noch die andere Sache. Das ist aber sowieso bei einigen Charakteren wird das aber auch noch eine Sache sein, die gibt es dann ja theoretisch mit verschiedenen Uniformen, mit verschiedenen Rängen. Zum Beispiel wird Worf ja in Star Trek 7 befördert. Ja, er wird ja Lieutenant Commander. Ja. Das heißt also, da muss man sich überlegen, welchen Rang macht man bei ihm. Oder man hat halt auch so Sachen, gerade nicht in TNG, aber in DS9 kriegen sie ja auch irgendwann komplett neue Uniformen. Ja. Da müssen wir uns nämlich auch überlegen, welche machen wir denn? Da ist ja auch Worf nochmal mit bei. Also. Zum Beispiel. Also dementsprechend, da wird es vielleicht von dem einen oder anderen Charakter auch den vielleicht sogar mehrere Brick Buddies geben. Müssen wir mal gucken. Ne? Ja. Je nachdem, wie ihr halt möchtet. Ansonsten nochmal ganz kurz, hier der Karton. Mhm. Klein, aber fein, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Was ich sehr witzig finde. Mit bedruckten Elementen, ja. Hier oben nochmal die Ära. Ihr kennt sie mittlerweile. Mhm. Ich meine, bei dem Design sind wir natürlich an den Lizenzgeber gebunden. Richtig, also, das wird uns ja vorgegeben. Da können wir auch nichts machen. Also von daher, das ist unsere Sache. Hier die Anleitung, kleines Heftchen. Ich meine, die hat 223 Teile. Auch da, es gibt keine Bauabschnittsunterteilung bei 223 Teilen. Und sonst ist die Anleitung, wie ihr schon seht, eigentlich genauso, wie ihr es halt kennt. Ja, aus verblasst, was ihr schon gebaut habt. Und das andere wird halt eben mit kräftigen Farben dargestellt. Ist auch absolut leicht zu bauen. Dirk und ich haben sie gebaut. Also keine ist mal schnell weggebaut. Ich wollte gerade sagen, das sind kleine Sachen, die wir auch extra dafür halt geplant haben. Kleine Sachen, die sich leicht bauen lassen. Ja. Finden wir super. Deswegen zum Preislichen. Ja, ich fasse es noch mal kurz zusammen. Also, das ist unser Star Trek Spock, ein Bluebricks Pro. Hat die Setnummer 105448, hat 223 Teile, kostet 14,95, ist 6,5 cm lang, 5 cm breit und 13,5 cm hoch. Und was die Baukomplexität ist, ist für Kinder. Also, es kann auch ein Kind bauen. Absolut. Das ist kein Problem. Die sind wirklich, wie gesagt, die sind simpel gebaut. Schmerz. Oh Gott, ja. Schmerz. Diese Szene, wenn er sich mit dem Hort da Gut, aber ich würde sagen... Aber ich finde die Folge im Übrigen geil. Das ist eine meiner Lieblingsfolgen. Ja, Horta, wie heißt sie noch? Horta rettet ihre Kinder, glaube ich. Genau. Das ist eine großartige Folge. Eine meiner Lieblingstausfolgen. Absolut, ja. Ich bin da voll bei dir. Ja. Ein Freund findet auch immer, Horta sieht aus wie wie Spaghetti mit Fleischbällchen. Ja. Also, die Serie ist einfach so schön, was die Effekte angeht. Absolut. Ich finde sie super. Es ist immer noch eine meiner Lieblingsserien. Ja. Also, ja. Aber gut. Noppensteine kann man nie genug haben. Beim nächsten Mal gibt es mehr. Viel Spaß beim Bauen. Macht's gut. Tschüss. Ciao. Auch diese Idee, dass Horta verletzt ist und dann müssen sie heilen und dann hauen sie da Zement drauf. Das ist aber großartige Serie. Ich finde Horta als Set wäre mal so geil. Wie sollen wir das denn bauen? Hauen wir den dann einen Steinhaufen hin und dann so weiter. Naja, aber du musst ja schon ein bisschen abrunden, oder? Ja, das stimmt, ja. Nein, aber ansonsten, also Spock hat großartige Momente, muss man schon sagen. Ja, ist auch ein geiler Charakter. Absolut.